Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute zum Thema, wenn man keine Nerven mehr hat, also wenn man einfach überlastet ist. Was tun? Grüß dich, Daniel. Hallo. Ja, das Robert. Thema Nerven ist ja in enger Beziehung zum Stress, also genau. Zu einer Belastung von außen oder von innen. Das belastet dann die Nerven. Ja, was kann man dagegen tun? Also ist klar, das Einfachste wäre einfach den Stress, wenn man weiß, welchen Stress das ist, den abzustellen. Ist in der Praxis ja sehr oft nicht machbar. Also ich nehme ein Beispiel, du hast 3 Kinder und am liebsten möchtest du diese irgendwo zum Mond schicken, weil du sie nicht mehr verträgst. Oder du hast einen Ehemann, den du nicht mehr verträgst, oder eine Ehefrau, oder du wirst im Geschäft gemobbt und, und. So, also das heißt, wir haben ganz, ganz viele Situationen im Leben, wo wir eigentlich schlicht und einfach überfordert sind und wo wir eigentlich auch ohne und mit Schwimmring irgendwie in der ganzen Sache untergehen. Also es ist eine Beelendung, weil wir in einem Kreislauf sind, den wir ohne massiven Durchbruch aus diesem Kreislauf die Situation nicht so einfach lösen können. Also ich sage, man kann nicht einfach den Mann wegwerfen, man kann nicht die Kinder wegwerfen, man kann nicht den Job wegwerfen. Das ist praktisch nie machbar. Oder wenn es wirklich sein muss, muss man diesen Prozess natürlich einläuten. Aber dementsprechend würde ich das begleiten. Also wenn man keine Nerven mehr hat und man eine Überlastung hat und der Überlastung kommt von außen, dann ist es unbedingt wichtig, dass man lernt, diese Belastung nicht nur anzunehmen, sondern auch abzugeben. Das heißt, die Schwierigkeit ist denn das überhaupt mein Thema? Also, was ist der Grund, warum stresst mich mein Mann, warum stressen mich die Kinder? Was vertrage ich nicht, also dass man hingeht? Wir arbeiten da natürlich kinesiologisch und begleiten diese Menschen. Meine Frau hat speziell für solche Themen eine psychologische Ausbildung noch zusätzlich gemacht, um auch in der Fernbehandlung Klienten betreuen zu können. Und es ist ganz wichtig, dass man weiß, wenn man in einer Überforderung da ist, oder? Und man nicht eine Unterstützung bekommt, dann ist die Gefahr, wir nennen das heute modern Burnout, extrem hoch. Das heißt, wenn man nicht mehr das Leben lebt, das man leben möchte, wird man krank. Das geht nicht anders. Ne? Das heißt, man muss entweder die Situation ändern, was ganz schwierig ist, oder man muss lernen, die Situation so anzunehmen und wieder abzugeben, dass sie einem nicht mehr belastet. Energetisch gesehen ist es natürlich auch so, dass es sehr viel natürlich mit Stoffwechsel, mit Energien zu tun hat, mit der körperlichen Tüchtigkeit und Fitness. Es hat mit der Ernährung zu tun, es hat mit der Bewegung zu tun, es hat mit allem dem zu tun, was wir jeden Tag hören. Aber wir müssen unbedingt auf der emotionellen und mentalen Ebene Schutz finden, die uns nicht weiter krank machen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es, wenn es möglich ist, versucht man diese Störquellen, die ja zu diesen Überlastungen der Nerven führen, zu minimieren. Wenn aber, wie gesagt, das Problem ja Familie oder ein Beruf da ist, was man nicht so einfach abschalten kann, gibt es dann noch andere Möglichkeiten, wie man, sagen wir mal, den Stress abbauen kann und dann in der Folge die Nerven entlastet werden. Genau. Also ist die Frage, wo man anfängt, oder? Das ist dann das Feingespür, das wir haben müssen. Also das heißt, fangen wir beim Körper an und bei den Nerven oder fangen wir, also indem wir die stärken, ne? Oder fangen wir in der Psyche und in der mentalen und emotionellen Ebene an, wo wir sagen, wir lernen zuerst uns das zu vertragen und abzuwerfen. Und das ist natürlich klar, dass diese Diagnose sehr, sehr feinfühlig sein muss. Ich muss da auch Gespräche führen oder meine Frau, je nachdem, in welchem Thema das ist, bevor man sagen kann, es ist sinnvoll, körperlich anzufangen oder es ist sinnvoll, auf der psychologisch-emotionellen, geistigen Ebene anzufangen. Es gibt ja auch Loslösungsprozesse.
Also das heißt, in der ganzen Geschichte wird immer auch geschaut, gibt es wirklich eine unlösbare Situation? Ich nehme mal einfach ein extremes Beispiel. Der Mann schlägt die Frau. Konstant. Da muss man nicht diskutieren, weil man kann dieser Energie nicht mehr fliehen. Da muss man was ändern. Aber das sind ja dann die Extremfälle, die kommen nicht zu uns. Die sind Sozialfälle in den meisten Fällen. Aber ich rede jetzt von Problemen, wo man sagen muss, ja, also in dieser Situation ist keine Liebe mehr vorhanden. Also in dieser Situation könnte es sein, dass eine Trennung mal auf Zeit vielleicht die Lösung ist, mal etwas anderes zu versuchen. Bis auf diese Ebene therapiert meine Frau und begleitet sie, sofern sie das richtig kann, nicht meine Frau, sondern die Patientin oder der Patient. Und sonst müssen wir natürlich weiterleiten zu Therapeuten, die interpsychologisch ausgebildet sind. Weil der Kinesiologe, der arbeitet mit dem Unterbewusstsein. Der Kinesiologe kann diese Stellen finden, die ihn triggern. Der Kinesiologe kann rausfinden und sagen, ja, also da muss man ganz klar sehen, da ist die Problematik zu stark, da müssen wir loslassen. Oder sagen, nee, also so, wenn wir dein Unterbewusstsein fragen, ist es sinnvoller, hier eine konstruktive Lösung zu finden, dass du das ist nicht dein Problem, es ist sein Problem oder es ist das Problem der Kinder oder ein Problem, das übernommen worden ist von der Familie, vom allgemeinen sozialen Gedanken und solche Sachen. Und mein Job ist dann eher, ich bin dann eher auf der Stoffwechselseite und sage, wenn die Nerven nicht mehr zur Ruhe kommen, dann kann es sein, dass wir konstant falsch reagieren oder überreagieren, auch in Situationen, die gar nicht mehr im Prinzip adäquat sind. Also das heißt, die Reaktion hat mit der Ursache gar nichts, keinen Zusammenhang. Und dann sind wir so körperlich überlastet, dass wir unbedingt einen körperlichen Aufbau brauchen. Weil wenn der Energiestatus über Monate und Jahre völlig verbraucht worden ist, dann verträgt man nichts mehr. Mhm. Du hattest angesprochen, dass deine Frau Kinesiologin ist. Ja. Das heißt, in diesem Fall würde sie dich mehr unterstützen, weil du in der Regel ja auf Stoffwechselkomplexmittel zurückgreifst. Das heißt, es ist hier mehr diese psychologische Komponente wichtig, um zu identifizieren, woher kommt der Stress und wie kann ich den meiden oder wie kann ich damit besser umgehen. In den meisten Fällen bin ich, wenn jemand auf der energetischen Seite sucht, das heißt, die Energie fehlt komplett im Bereich vom Körperlichen, dann kommt er zu mir und wenn ich zusätzlich Hilfe brauche, schicke ich ihn natürlich zusätzlich zu meiner Frau. Wenn er von der emotionellen Seite her kommt, also nicht von der körperlichen, sondern von der psychischen, geistigen, landet er automatisch schneller und eigentlich direkter bei meiner Frau und kommt erst zurück zu mir, wenn es wirklich auch Stoffwechselkomponenten gibt, die zu unterstützen sind. Also da ergänzen wir uns in den Fällen, wo die Klienten, sagen wir so, in diesen schwierigen Situationen am Anfang emotionell begleitet werden müssen, geht es 1, 2, 3, 4 Monate, manchmal 6 Monate sogar. Und erst dann kommen sie zu mir. Es gibt auch solche, die sind nachher so fit, die brauchen mich nicht mehr. Und umgekehrt gibt es viele Fälle, wo ich, sagen wir, entgifte. Ich baue das Immunsystem auf, ich baue den Stoffwechsel auf, ich baue die Mitochondrien ab. Nach 3, 4 Monaten brauche ich den Klienten nicht mehr, also er mich nicht mehr. Und er arbeitet nur noch an sich, weil er jetzt die Kraft hat, dieses Problem zu lösen. Das ist die Geschichte vom Huhn und vom Ei. Wo setze ich an? Und da wir beides können, ist mir ja eigentlich nicht wichtig, was jetzt das Wichtigste ist für den Klienten. Ich nehme das, was der Klient braucht. Oder das ist genau das, was wir dann tun. Mhm. Wo findet man dich, wenn man jetzt zu dir kommen möchte? Auf dem Internet, ist klar, heute findet man alles auf dem Internet. Also ich habe eine Internetseite, wir haben mehrere Internetseiten. Die Gesundheitspraxis, also das Gesundheitszentrum ist auf www.gesundheitszentrum-würenlos.ch. Wobei ich alle auch fernbehandle, also ist gar kein Thema. Solche Sachen kann man alles fernbehandeln. Entweder bin ich das Surrogat von meiner Frau oder meine Frau ist das Surrogat von mir. Also das geht problemlos.
Und ich teste dann nur, was genetisch testbar ist im Bereich von Stoffwechsel und meine Frau umgekehrt, was psychisch ist. Und dann wird dann meine Frau mit dem Patienten oder Klienten dann telefonieren und das Ganze dann aufbereiten. Das zweite ist, wenn die Stoffwechselprodukte genommen werden müssen, dann in der formslim.com, www.formslim.com. Das sind Stoffwechselprodukte, die ich entwickelt habe über Jahre mit Tausenden von Patienten. Und da ging es immer darum, mit einer Tablette so viel wie möglich zu machen. Also stell dir mal vor, all die vielen Möglichkeiten, die es gibt, dein Nervenstress einfach zu beruhigen. Da gibt es so viele Komponenten im Hirn nur schon, oder es ist ja auch im gesamten Zellstoffwechsel, die es braucht, um das System wieder auszugleichen. Und das haben wir über die Jahre entwickelt. Und da hast du mit einer Tablette 15 Tabletten geschluckt. Und klar, schwere Fälle brauchen zwei oder drei, aber das ist dann schon selten, dass es so viel ist. Normal ist eine, zwei Tabletten und dann hast du eigentlich schon sehr viel erreicht. Und viel in der Psyche, was man wissen muss, das ist ganz, ganz wichtig in solchen Themen, ist Omega-3. Also das ist unglaublich. Es gibt wissenschaftliche Beweise mit Omega-3 und da hat man wirklich schwere depressive Patienten genommen und hat die hochdosiert mit Omega-3 versorgt und gleichzeitig hat man natürlich parallel das Gleiche auch gemacht mit Patienten, die Psychopharmaka bekommen haben und du wirst nicht erstaunt sein, aber ist ganz klar, weil das Resultat was besser war. Also das ist natürlich in der Pharma nicht so gern gesehen, aber es ist so. Also die Omega-3 Kapseln, die ich entwickelt habe, die durchbluten, also die ganze Blutsystem, alles öffnet sich, alles wird weicher, alles bewegt sich wieder besser, die Zellversorgung ist wieder besser und durch die Entzündung gehen zurück. Stress ist ja Entzündung, oder? Die Nerven sind entzündet. Und wenn man jetzt Formnerv und Omega-3 kombiniert, da kann man schon nur mit diesen zwei Produkten kann man extrem viele Fälle in eine einigermaßen normale Situation bringen. Und jetzt, wenn wir bei dem Thema bleiben, ist es sogar so, dass in den seltensten Fällen noch, wenn es nur das Thema ist, noch was gebraucht wird, vielleicht höchstens noch ein Formniere, weil die Niere natürlich die Versorgung mit Wasser, die Versorgung mit dem richtigen Blutdruck, die Versorgung der Arterien, die Versorgung natürlich auch von allen lymphatischen Gewebe optimiert. Und somit haben wir da auch den Druck, der da ein bisschen weggeht. Aber du siehst, zwei Tabletten und du hast so schwere, wiegende Probleme im Stoffwechsel schon so angehoben und nur wirklich komplexe Probleme, die dann noch da sind, Verdauung und die müssen natürlich mehr schlucken, aber ich rede jetzt nur mal von dem Thema, das ist mit zwei Tabletten lösbar. Wunderbar. Vielen Dank, Daniel. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Es ist mir ein Anliegen, einfach Ihnen mitteilen zu können, dass wir in diesem Thema, wenn man frühzeitig kommt, bessere Resultate hat. Das ist natürlich schwierig, weil man immer denkt, ja, ich kann das noch irgendwie selber lösen. Ja, irgendwie wird das schon noch gut gehen. Man macht das ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Aber was ist, wenn man es 20 Jahre gemacht hat, dann ist man wahrscheinlich schon bald krank. Und das sind 20 verlorene Jahre. Und das ist eigentlich mein Aufruf an Sie. Wenn Sie mit den Nerven am Ende sind und Sie wissen, Sie müssten was ändern und Sie möchten nicht zum Psychologen gehen, sondern Sie möchten ganzheitlich, nicht nur auf der psychischen Ebene, sondern auf der emotionellen Ebene, geistigen Ebene und auf der körperlichen Ebene betreut werden, dann können wir Sie ganz sicher in diesem Bereich unterstützen. Aber, und das ist das Wichtigste, es muss von Ihnen auskommen. Sie müssen wirklich an sich arbeiten wollen. Sie müssen eine Lösung suchen, denn es ist schwieriger hinzuschauen als wegzuschauen. In dem Sinn würde ich mich freuen, wenn Sie weiterhin bei mir in meinen Sendungen hinschauen und freue mich auf ein Wiedersehen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.